ungesund, aber gut. Grüß euch bei einem neuen Abenteuer von Sabina, Peter und unserem 40 Jahre alten Pocket-Katamaran Squib. Die letzte Etappe unserer über 4000 Kilometer langen Reise liegt vor uns. Von Schlögen aus geht es die immer breiter werdende österreichische Donau hinab bis zu unserer Heimatstadt Wien. Irgendwie ist es für uns noch gar nicht greifbar, dass wir es wirklich fast geschafft haben. 10 unsagbar intensive Wochen liegen hinter uns, die wir trotz aller Strapazen nicht missen möchten. Hier ist das Sportboot Squib. Ich rufe die Schleuse Ottensheim. Wir sind im Oberwasser und würden gerne talwärts geschleust werden. 2 Stunden nachdem wir die Schleuse Ottensheim passiert hatten, erreichten wir unser heutiges Tagesziel, den Yachthafen Nibelungen in Linz. Leider verpassten wir die Einfahrt und mussten 1,5 Kilometer gegen die Strömung retour fahren, was fast eine Dreiviertelstunde dauerte. Hier trafen wir uns mit Alina, Susi, Thomas, Andreas und Marco. Werden wir gerammt? Weiß ich noch nicht, aber ich glaube nicht. Nachdem der Sommer zurückgekehrt war, besichtigten wir am nächsten Vormittag Linz. Wobei natürlich auch die Kulinarik nicht zu kurz kam. Wir sind jetzt im Edsbird, gerade in Linz aufgebrochen. Wir haben gestern einen sehr netten Abend mit Alina, Susi, Thomas und Andreas verbracht. Das war ein außergewöhnlicher Grillabend mit ukrainisch-österreichischen Spezialitäten.
Und heute sind wir im Enzbörn. Also wir haben jetzt noch die Strecke bis Wien, das sind unter 200 Kilometer. Wir wollen heute bis Krems kommen und morgen dann den Rest machen. Und irgendwie fühlt es sich leibend an, dass wir endlich zu Hause ankommen wieder, aber andererseits ist es auch ein bisschen Wehmut, dass so eine nicht alltägliche Reise zu Ende geht. Umgekehrt sind wir froh, dass Squib das bis jetzt so bravourös geschafft hat. Ich habe gerade schon wieder gehorcht auf so ein Geräusch und habe dann festgestellt, na, es kommt eh nicht vom Motor, es ist der D-Kessel, der anfängt zum Summen, das habe ich irgendwie nicht einordnen können. Und ich war heute schon wieder bei der Backbordmaschine im Motorraum, weil ich in der Früh den Treibstoffhahn abgedreht habe, statt aufgedreht habe. Also wir haben jetzt im Hafen normalerweise den Treibstoffhahn immer abgedreht und da hängt dann ein Zettel hier und ich habe den Zettel weg und bin gleich nach hinten und habe einfach nur den Hahn bewegt in die andere Richtung und als wir dann aus dem Windhafen raus auf den Donau sind, ist es aus. Wir haben schon wieder das Ärgste befürchtet, aber nach dem Öffnen der Entlüftungsschraube und vielleicht 25 Mal Pumpen habe ich gesehen, der Treibstoff ist da, die Sabine hat gestartet und das Ganze war in 3 Minuten erledigt. Man sollte halt nicht Tätigkeiten einfach mechanisch abarbeiten, sondern sich auch was dabei denken. Das war in dem Fall nicht gegeben. Als die Grillerei dann gestern fertig war, hat uns Thomas dann noch sein im Bau befindliches Schiff gezeigt, also er hat sich selber ein Stahlschiff. Er hat sich selber ein Stahlschiff gebaut, das jetzt schon im Enzbörd ist. Aber mit den Werkstattmöglichkeiten, die er hat, ist das natürlich leichter, als wenn unser eins so ein Projekt beginnt. Auf der ganzen Werkstatt da sind 8 Akkuschrauber verteilt. Im Schiff und da herunten. Ich bin einmal nicht da, der Bub ruft mich an, ich habe 2 Söhne. Papa, kann ich bei dir da, wo das? Sag ich, ja, okay, passt. Und wenn einer aus irgendeinem Grund, ja, jedenfalls ich komme zurück, fange wieder das Arbeiten an, wird komplett deppert, ja, oben im Schiff. Ich greife immer um was, was nicht da ist. Er konnte sich da im Industriegebiet von Linz eine Halle mieten, wo er ungefähr seit 11 Jahren jetzt an diesem Boot baut. Gleichzeitig hat er aber noch ein zweites Boot in Kroatien liegen, wo sie jedes Jahr ihren Segelurlaub verbringen. Also diese Kombination habe ich auch noch nie erlebt. Ein Schiff auf See und das zweite im Bau. Nehmen den nördlich gelegenen Stubenkanal.
haben wir großes Glück. Mit der Duisburg werden wir schon das dritte Mal geschleust. Unser letzter Reisetag für heuer ist angebrochen. Wir sind hier im Yachthafen Krems und um 9.30 Uhr soll es auf die letzten 65 Kilometer gehen. Die Schleusen Altenwörth und Greifenstein liegen noch vor uns, aber das sollte sich bis zum frühen Nachmittag ausgehen. Sabine hat noch eingekauft heute für unser Frühstück. Und da morgen Sonntag ist, auch ein bisschen was für uns zum Nachhause mitnehmen. Peter, den Schlüssel hast du zurückgegeben. Den Schlüssel hast du zurückgegeben. Ja. Erstes Crewmitglied. Hallo. Naja. Wir haben nach der heurigen Reise zwar nicht so viele Gastlandflaggen gesammelt, aber wir sind trotzdem froh und stolz, dass wir es geschafft haben. Und für unsere Ankunft in Wien hissen wir alle Gastlandflaggen. Einlauf
Bergwerk dort, oder? Auch der Kahlenberg taucht schon auf. Wie schnell sind wir? Und wir fahren 17 Kilometer pro Stunde. Gestern noch. Nein, dort hin.